Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende. Heute geht es um Buche, solche Solarzellen. Die sind ganz einfach und leicht zu tragen, ja, sind sehr handlich. Ob die was taugen, das gucken wir uns in diesem Film an. Ne? Die hier lässt sich noch verhältnismäßig leicht tragen, ne? Hat so um die 9 Kilo. Ist nicht ganz so schwer wie 30 Kilo. Ja, aber wie das so mit 9 Kilo ist. Ne? 9 Kilo ist leichter wie 10. Ne? Naja, da gehen wir drauf ein. Und uns freut es, wenn ihr mit zuschaut, wie wir uns das Ding mal angucken. Und ich hoffe, der Ton kommt so einigermaßen rüber. Und wir sagen, wir gehen ins Detail und hoffen, ihr seid dabei. Jetzt wird es hier aber ungemütlich. Ist ja erst gerade ein paar Tage her mit dem Schnee. So. Jetzt mal eben so ganz auf die Schnelle vorweg. Hier haben wir ein Ladegerät. Ne? Ich halte das mal so in die Kamera, da könnt ihr die Daten mal eben abnehmen. Zack. An dieser Stelle wollen wir mal eben auf das Netzteil eingehen. Das wurde in China gebaut. Hier sehen wir das CE-Zeichen sowie TÜV in Süd ist das da unten. Ja, es hat 100 bis 240 Volt, 50, 60 Hertz, 3 Ampere sowie Output 25,5 Volt mal 8 Ampere, entspricht ca. 204 Watt. Ja, normales Netzteil halt. Ne? Ein Anschlusskabel. Das ist in meinen Augen schon ein kleiner Nachteil, ne? Dass das Ladegerät nicht integriert ist. Wäre schöner, wenn es direkt drin wäre, ne? Dann braucht man das nicht mitschleppen. Hat natürlich auch Gewichtsnachteile, ne? Oder ja, Nachteil vom Gewicht. Hier ist das Anschlusskabel, es ist keine Erdungsleitung dran. Ne? Ist schutzisoliert, wie man so schön in Fachkreisen sagt. Hier ist unser. Wir werden jetzt das Ladegerät anschließen. Der geht auf Rot hier. Der ist jetzt auf Rot. Unser Ladegerät ist auf Rot. So, es lädt damit 200 Watt. Fachkreisen sagt, hier ist unser normales Anschlusskabel für die Photovoltaik. Ja, sowas kennen wir ja auch mittlerweile alle. Und hier ist der spezielle Stecker, der genau hier vorne reinpasst. Und last but not least, Zigarettenanzünderkabel, ne? Und auf diesen Stecker möchte ich noch mal eben ganz kurz drauf eingehen. Ihr könnt den manchmal hier vorne an der Spitze, ne, da kann man den losdrehen und da sitzt eine Sicherung hinter bei diesen Steckern. Ne? Da ist wahrscheinlich eine 10 Ampere. Müsst ihr mit der Zange anpicken und dann könnt ihr das Teil vorne rausdrehen und da ist eine Sicherung eingesteckt. 820 Watt vom Auto, aber denkt dran, gehen wir hier noch mal ganz kurz drauf ein, hier die Stecker, ne? Die müssen auch die 10 Ampere gut abkönnen, sonst knubbeln die aus, kugeln an, qualmt weg, ne? Ist Schiete, gerade beim Auto. Aber das Ding ist auch mit dabei. Die hier, da muss ich sagen, die ist wirklich nicht schlecht, weil die ist leicht, ne? Und dann, wenn du die rausholst so, ne? Ist ja wie so ein Laptop quasi, ja? So würde ich sagen, schöne Tasche dabei, da kann man vorne auch die anderen Kabel reintun. Hier ist unser Anschluss mit Plus, Minus. Dann kann man das Ganze aufknüpfen. Und dann ist das wie so eine Ziehharmonika, ne? So und so. Und jetzt haben wir sie auch schon aufgeklappt. Wir legen die erstmal eben hier hin. Ach so, nee, das wollte ich euch ja noch zeigen, ne? Das ist ganz wichtig. Hier, seht ihr das? Ja, cool, ne? Ich will damit nicht sagen, dass das Ding fliegen kann. Ich will damit sagen, das sind flexible Platten. Das machst du mit der anderen nicht. Ne? Die bricht dir hier weg. Da macht das Ping und dann sind die kleinen Solarkristalle hier, ne? Das Silizium ist dann weg. Ja, und das hier ist alles fest eingeschweißt. Auch wasserresistent, ja, ist ja auch wichtig. Ja, und die hat 100 Watt. Ne? Die legen wir mal hin und dann gucken wir gleich mal. Mit einer 100 Watt, da kommen wir ja nicht so weit. Da haben wir gesagt, wir brauchen mindestens zwei. Die Kiste soll ja auch voll werden. Ne? Das ist ja unser Bestreben. Die holen wir mal und schließen an und dann sind wir gleich wieder da. Bei Buge RV kriegt ihr auch solche Kabel. Die haben uns auch welche mitgeschickt. Aber das ist 6 Quadrat. Ich finde das ein bisschen überdimensioniert. Wir haben noch kleinere gefunden. Die haben 4 Quadrat. Das sollte für diese kleine völlig ausreichen. So, da bin ich wieder.
Bei dem schönen Wetter, ne? Da müssen wir eigentlich alle los mit den Wohnmobile. So wird das geliefert, ne? Schön eingepackt, Luftpolsterfolie. Ja. Und die Tasche, eine schöne Tasche, muss man sagen, ne? Das haben die gut gemacht. Hier vorne ist ein Reißverschluss dran. Da könnt ihr alles drin einpacken, ne? Die Kabels und Leitungen, ne? Der geht wunderbar. Das geht gut. Und ja, wenn man den hier aufmacht, ja, riecht so nach PVC, würde ich sagen. Meine Spürnase würde sagen PVC. PVC ist ja auch nicht schlecht in diesem Fall, ne? Ist ja UV-beständig und alles. So, da haben wir die. Und da haben wir auch ein User-Manual. Ein User-Manual, ne? Wie das alles benutzt wird. Ist auch in Deutsch dabei. Hier hinten das Datenblatt. Ich zeige euch das. Könnt ihr sehen? Kleine Pause. Zack. Da könnt ihr eben lesen, was alles los war. Jetzt packen wir das daneben. Die Powerstation haben wir vorher einmal auf 100% aufgeladen. Jetzt muss die Energie erstmal runter, damit wir die Solarzellen anschließen können. Das machen wir mit dem Füll. So, 500 Watt macht er. Zweite Stufe, 1000 Watt. Haben wir ja gut geschätzt. So, vielleicht so besser. Ja. Ja! Hier wird es jetzt warm. Ich hoffe, das Richtmikrofon schafft das. Wir haben hier 1085 Watt, aber ist wesentlich angenehmer, ne? Wir haben ja schon wieder 4 Grad, 5 Grad. Gestern hatten wir noch an die 20. Unglaublich, das Wetter hier. Er läuft auch. Aber hält sich in Grenzen vom Geräuschpegel her. Ja, Lasko haut mit der Verpackung ab. Das ist ja die gute Verpackung, so geil da nicht. Hier rechts unten in der Ecke, wo der Pfeil drauf zeigt, da ist das Symbol, dass der Lüfter von der Powerstation jetzt läuft. Und links in der Seite, da sehen wir das Symbol, dass die 220 Volt mit Sinusspannung anliegen. Und eine reine Sinuswelle macht er auch. Wenn wir den Föhn einschalten, erst hier drücken, eingeschaltet, 2 Sekunden halten. Und wir sehen, es geht noch nichts. Weil der Föhn sich abgestellt hat. Der Föhn ist zu heiß geworden, wa? Nee. Der Föhn geht. Jetzt geht er. Jetzt hören wir den noch laufen. Ausgeschaltet. Er braucht einen. Das machen wir nochmal. Wir schalten den hier aus. Schalten den aus. Schalten den an. Jetzt geht noch nichts. Schalten den an. Jetzt geht es. So, ich schalte den Föhn ab. Ja, der Lüfter hat auch gleich abgeschaltet. Wollen wir mal gucken. Jetzt hört ihr den Lüfter, aber nur kurz. Er läuft nur kurz nach. Gut. Und hier, pop, wenn wir da reingucken. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. So sieht unser hier aus. Da ist hinten Plastik, Kunststoff drin und eine kleine Metallplatte. Ne, hier, da sehen wir einen guten Zigarettenanzünder. Dann hinten eine Keramikplatte, vernünftiges Eisengehäuse da hinten drin. Ne? So muss ein Zigarettenanzünder aussehen. Exklusive Dichtaufnahme. Oh, und da tut sich schon was. Er lädt. Da kommt schon was. Input, könnt ihr das da lesen? Ja, macht schon. 93 Watt, 94, 62. Mal gucken, da ist ein Schatten in der Ecke. Oh, da ist immer eine ganz ungeklappt hier. So, jetzt soll er ja mal richtig rennen, ne? Dann brauchen wir nur Sonne.
Die müssen ausrichten und gleich sagen wir euch, wie viel wir da haben. Also, da bin ich der Meinung, die müssen besser ausgerichtet werden. Wir gucken uns das an. Die muss man richtig festzurren mit den Bändern. Ne? Die Sonne steht auch noch nicht ganz steil. Da kriegen wir eigentlich bessere Leistung raus, wenn wir die ein bisschen höher stellen. Den Ton haben wir da. Ja, jetzt schließen wir sie mal in einem großen Feldversuch an hier. Da hängen die Paneelen. Wir haben sie oben in der Markise eingehakt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die richtig verkabeln. Versuchsaufbau steht. Jetzt gucken wir uns das mal an, wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken. Jetzt ist er drin. Was schaffen wir? Nee, er schaltet ab. Warum schaltet er ab? Ich schätze zu hohe Spannung. Da schlägt wahrscheinlich der Überspannungsschutz raus. Fehler 11. Der zeigt uns einen Fehler an. Und da gucken wir mal nach. Wir schauen mal in der Betriebsanleitung. Die ist auf Deutsch und wir sehen hier ganz klar, es handelt sich um einen LiFePO4-Akku. Ne? Und da ist ein Beipackzettel bei, was alles drin eingepackt ist. Ja, und die Anschlussmöglichkeiten. Aber das ist alles nicht das, was wir suchen. Wir gucken hier mal eben durch. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Beschreibung. Da haben wir ein Hybridbild von gemacht. Da sehen wir die verschiedenen neuen Ausgänge. Also neun Geräte kann man gleichzeitig außen anschließen. Und USB-Taster und DC-Taster, AC-Taster sind die Einschalter der einzelnen Spannungsarten sowie ein Hauptschalter. Und wir können hier auch dieses Gerät über den USB-C-Anschluss mit 60 Watt auch laden. Ja, das geht also auch. So, aber wir suchen weiter. Dies erklärt sich ja fast alles von allein. Die Bedienungsanleitung ist sehr überschaubar. Hier sehen wir nochmal ganz klar den Einschalter und den DC, AC, USB-Schalter und auch die Frequenz kann man umstellen. Aber hier kommen wir der Sache schon näher. Hier haben wir die Eingangsport PV-Solarladung, 12 bis 30 Volt, 8 Ampere, 200 Watt maximal. Das heißt, wir liegen über 30 Volt und deswegen hat er hier im Display, wo jetzt die 7 steht, ja, diese 88, da hat er uns ja den Fehlercode neben dem Warndreieck links 11 angezeigt. Also schauen wir jetzt in die Bedienungsanleitung. Hier haben wir verschiedene Fehlercodes angegeben und kommen jetzt zu unserem Fehlercode 11. Und wenn wir da schauen, Fehlercode 11, den Eingang automatisch abschalten, wenn die DC- oder PV-Anlage über 30 Volt liegt. Und genau das haben wir gehabt. Also Module bis maximal 200 Watt verwenden. Und wenn wir jetzt hier schauen auf unsere Angaben von dem Solarpanel, da sehen wir hier oben maximale Leistungsspannung 15,1 Volt. Und in Leerlauf 19,1, ja, wenn die unter Last stehen, also das passt nicht so hundertprozentig zusammen und deswegen hat er den weggeschaltet und damit hängt das zusammen. So, wir bauen mal kurzerhand um, gehen auf ein. Siehe da, 65 Watt haben wir. Mit einer Platte geht's, ich schätze, der Überspannungsschutz fliegt raus, das gucken wir uns drinnen nochmal an. Ja, schade, aber nützt ja nichts. Das geht eigentlich recht fix und das geht recht fix und einfach. Und da sind die Module nicht schlecht. Aber da. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Wir kommen zu unserem Fazit und ja, es ist tatsächlich so ein kleiner Bug drin hier, ne? Wenn wir hier einschalten, ja, und hier drüber, ne, dann kommt hier das Icon, das kleine Icon ist hier zu sehen. Doch wenn ich jetzt den reinstecke, dann wird er nicht laufen. Seht ihr? Und wenn ich jetzt hier nochmal drücke, obwohl das Symbol leuchtet, aus, nochmal neu an, dann geht er, dann fängt er an. Da ist so ein kleiner Bug drin oder wie man das so schön nennt. Ne? Das ist ein Bug, der muss vielleicht nochmal geklärt werden. Nach ein, zweimal einschalten oder zweimal drücken, kommt er auch. Das ist nur so ein
Vielleicht ein kleiner Systemfehler, der uns aufgefallen ist. Ansonsten läuft die gut. Er hält seine 1200 Watt, die wir an Leistung anschließen. Output-Leistung, da kommt der Lüftergeräusch, ist auch angenehm. Ne? Also die EcoFlow, die wir getestet haben, die ist wesentlich lauter als diese Kiste. Und er hat ein gutes Gewicht zum Transportieren, 9 Kilo leicht. Das ist auch sehr positiv, was uns aufgefallen ist. 9 Ausgänge hat er. Man kann über den USB-C-Port diese Anlage ebenfalls laden. Das kann auch nicht jede Powerstation. Auch positiv zu erwähnen, das Display sehr gut, auch mitten im Scheinwerferlicht gut zu erkennen. Auch sehr gut. Die Schalter funktionieren. Schade, dass kein Netzteil innen verbaut ist. Es sind Lithio Po 4 Akkus drin, die haben 3500 Ladezyklen. Ich buge das an und damit eine 7-fach längere Lebensdauer, aber immer darauf achten, alle halbe Jahr laden, nicht auf 80% oder bis 80%, ne? Und wenn es runterfällt auf 30%, alle halbe Jahr nachladen, wenn es eingelagert wird, da gibt es so ein paar Sachen, das geht aber alles aus der Anleitung hervor. Unser Favorit hier, das ist dies hier, ne? Diese hier, die Solarzellen, ne? Und da wirklich ganz klar hier auch dieses Flexible, ja? Die sind geflattert, die sind uns runtergeflogen, ne? Aber die sind auch leicht und die sind gut. Müssen wir sagen, ne? Die ist flexibel da drin und sowas. Das ist echt der Hammer. Die sind sehr leicht in der Tasche. 2 Kilo kann man gut mitnehmen. Die sind wirklich gut. Schade ist noch zu erwähnen, dass die beiden mit 100 Watt hier nicht rangingen. Eine geht. Es gehen auch beide. Da muss man eine Seite zuklappen. Ne? Dann hat sie nicht ganz so viel Spannung. Dann geht es auch. Und ja, das fiel uns so auf. Google hat auch solche Anschlusskabel und die sind, glaube ich, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her gut, diese Anschlusskabel vom Google. Da machen wir euch auch Verlinkungen, verlinken wir euch alles, die Orten zu Amazon hin. Die Station ist ja im unteren Preislevel, hat kein Bluetooth, auch nochmal zu erwähnen, kein Bluetooth. Wäre auch wünschenswert, ein Bluetooth und eingebautes Licht wäre ein wünschenswert. Auch leicht zu tragen, ja, also es geht, sind 9 Kilo. Das ist alles wunderbar und wir konnten ja auch gut Leistung runterholen. Ne? Also zum Föhnen, damit Kathi die Haare föhnen kann. Ne? Also bei mir Haare föhnen, das hat ja keinen Zweck. Und mit dem Wetter waren wir hier auch ein bisschen angepackt. Wir sagen bis dann, Ostende, und wir gehen wieder ins Detail und wir hoffen, ihr seid mit dabei. Wir stellen nochmal so ein paar Dinger vor. Ne? Bis dann, tschüss! Toll. An manchen Drehtagen, an denen wir arbeiten, da funkt einen einfach das Wetter dazwischen. Das kann man nicht angehen, ne? Eben gerade noch trocken, ja? Lassi, und jetzt habe ich Schnee gezählt, immer nur schnell die Wohnmobiltür zu machen. Das kommt ja kein Mensch hier. Ey, gerade noch Sonne, und jetzt? Oh! Shit. Das geht's auch nicht. Also erstmal reingucken. So, alles erreicht, alles fertig. Hier wieder rein zu Laschi. Sonnenschein und jetzt alles weiß. Unglaublich.